Und da sind wir wieder. Und jetzt auf dem Weg zurück in mein Zimmer. Na, hat sich diesmal wieder irgendwas verändert? Er ist heute ein Kind, dann renne ich raus. Ist kein Kind, gehe ich wieder, hör was zerspringen, gehe wieder rein. Nehme meinen Kaffee. Der Kaffee sagt, help me. Natürlich, in das Loch rein. Warum sind da Spuren auf dem Boden? Und warum führen sie zu dieser Wand? Ist irgendwas in diesem Riss? Huh, ich habe einen Key. Der Schlüssel ist. Sieht sehr schön. Okay. Ich wusste jetzt nicht fancy, ob schwer oder schön. Ich frage mich, wofür der ist. Guckst du ihn dir jetzt an? Die Männerstimme, das Kind, der Spiegel, der Fernseher, der sich selbst anstellt, der Kaffee. Vielleicht muss es ein Poltergeist sein oder sowas. Was, dass du dich vor sowas ekelst? Was für Aber ich weiß, die Landlady, was hier vor sich geht. Was ist das für? Ach Die so. gerade gezeigt. Naja, es interessiert mich nicht wirklich, ob es hier ein Geist gibt. Und Er es würde würde mich mich auch nicht interessieren, wenn er mich verfolgt oder töten würde. Wehe dir! Ich frage mich auch über diese Stücke Papiere. Papier. Über den Mann, der hier wohnte. Über das Zeug, was hier passiert. Kannst du dich endlich mal bewegen, David? Nicht, dass es mich wirklich interessiert. Ah, das ist nicht ein Tag. Komm, wir gehen die Landlady fragen. Mal gucken, ob sie jetzt tot ist. Schuldenböser hergehen. Ach, wir wollten uns ja noch entschuldigen gehen. I should apologize later. Okay. Ja, anscheinend. David, willst Oder darf ich dich jetzt verprügeln? Achso, Messer einschlafen. Wehe, jetzt passiert noch was. Nächstes Geräusch. Das ist Radio. Ja, was? Wo kommt das her? Ist das im Haus? Geh nachgucken, dann weißt du es. Das Radio. Wo war das Radio? Das Radio war nicht hier. Ach, ich bin im falschen Spielgrad. Was? Hör auf, ich hasse es, Horrorspiele zu spielen, wenn jemand dabei ist. Okay, wir müssen dann mal das ganze Haus durchsuchen Ist das ein gehen. Rauschen? Ja. Dann wäre der Fernseher ja an. Boah, nicht, der ging ja vorhin auch an. Wo dann da stand im Dings. Gehst du raus? Höre was im Zimmer. Welchem Zimmer? Ich habe hier drei. Ein alter Computer. Oh nö! Kommt aus dem Schrank. Kayako, bist du's? Eine Katze. Hallo? Radio? Was? Hi, Radio. Warum ist es in meinem Schrank? Warum hat es sich selbst angestellt?
Hier ist wieder ein Papier. Mit einer Adresse. Our special place. Also unser spezieller Platz. Was meint das? But a paper with an address. Jetzt will ich aber ins Bett. I'm waiting for you. Ja. Ich warte aber nicht auf dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Weißt du das? Auf zu schreien. Memme. Und wo willst du jetzt hinrennen? Zur Landlady? Sorry für letzte Nacht. Aber sorry, dass ich ja deine Couch besetzt habe. Na, ich sollte mich entschuldigen, dass ich so spät noch rüberkam. Ach, ich hab's nicht erwartet, aber who cares? Ist irgendwas passiert? Du siehst so heiß aus. Du siehst so ängstlich aus. Ich hasse Englisch manchmal. Ach, da ist kein bestimmter Grund. Geh nur in meine Wohnung rein, dann siehst du's. Ja. Im Ernst. Du kannst mir alles erzählen, okay? Vielleicht kann ich dir helfen. Okay, ja. Du bist der Typ, der nach seinen Freunden guckt. Hm. Oder machst du Witze über mich? Ja. Ich habe es von Marion gehört. Marion ist wieder da. Sorry, aber... wegen das mit Shirley. Ja. Keine Sorge, ist nicht Marions Schuld. Naja, es geht nicht darum, wessen Schuld es ist. Es ist einfach passiert. Ignorieren wir es einfach, okay? Ich weiß, du hast deine Mutter und hinter dir du gucken musst, bist umgezogen, um nach neuen Freunden zu gucken. Ja. David ist ein Mädel weggerannt. David wollte irgendwen heiraten, erzählt er da gerade, und die ist gegangen. Ja. Er hat seine eigene kleine Wolke über dem Kopf schweben. Naja. Ich werde vorsichtig sein. Ja, in Form in dieser Wohnung. Naja, ich mach eine kleine Tour. Willst du vielleicht mitkommen? Okay, gute Idee. Wo gehst du hin? Ach, ich gehe nur ein bisschen umher. Ich rufe dich an, wenn ich da bin. Süß, sind eine Postkarte. Marion! Ja. Was? Ja. Breakfast war Frühstück. Frühstück ist fertig, Paul. Paul. David, willst du auch was essen? Nein, ich habe keinen Hunger. Ich gehe. Oh, das ist aber schade. Komm immer wieder, wenn du Zeit hast. Wir sind wieder da. Sieht wie eine Adresse in den Bergen aus.
Dauert 4 Stunden dahin. Vielleicht kommt ja irgendwer mit uns. Oder er erwartet uns da. Das glaube ich wohl eher. Ich will nach dem Typen gucken gehen und ihn ausfragen über dieses Zimmer. Warum, das ist ja nicht nur ein Zimmer, du Idiot. Ja. Mit 3 Zimmern. 2 Zimmern und Bad. Ja. Stimmt. Hölle, ich gehe jetzt. Ich kann hier, ja, hell. Oder verdammt, ja. Ich halte es hier nicht mehr aus. Ja, ich halte es auch. Prolog, what? Was? 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 Ist es in verschiedenen Abschnitten aufgeteilt oder wie? Maybe. Yeah! 3 Parts gebraucht für David. Das würde ich nicht sagen. Zu einfach. Es ist ja noch nichts. Es ist wirklich nichts passiert. Du kannst es ja. Aber wir beenden die Folge auf Wiedersehen.